Hi Leute, hier ist Phil von autofliegeshop.de und wir starten wieder ein neues Video. Besser gesagt, ich starte jetzt endlich eine neue Videoserie, die ich schon länger machen wollte. Und zwar seht ihr hier den RAV4, den ihr bestimmt schon gesehen habt, ein paar Videos. Und folgender Hintergrund, ich führe ja sehr, sehr viele Gespräche, telefoniere auch sehr viel mit Kunden, mit Anfängern, Enthusiasten, mit Profis. Und es werden häufig Fragen gestellt, die immer wieder kommen. Ja? Und die häufigste Frage bei den Anfängern ist immer, ich habe jetzt ein Fahrzeug gekauft oder ich habe ein Fahrzeug und fange jetzt mit der Autopflege an, mit Detailing und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wie starte ich? Was muss ich für ein Zubehör haben? Wo geht's los? Ich brauche eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und im Grunde genommen beantworte ich immer wieder dieselben Fragen. Deswegen habe ich mir immer gedacht, es wäre ganz cool, wenn ich jetzt eine Videoserie hätte, wo ich einfach ein Fahrzeug, so ein ungepflegtes Fahrzeug halt von Anfang an bis zum Schluss einmal komplett aufbereite und das Ganze jetzt filme und das Ganze dann so Schritt für Schritt in eine Playlist packe, wo sich jeder mal rauspicken kann, was er gerade benötigt oder halt ganz von Anfang an den ganzen Prozess anguckt und dann das Ganze für sich dann halt anwendet. Kurze Info zu dem Wagen, den habt ihr bestimmt schon ein paar Videos gesehen, da habe ich mal die eine oder andere Sache schon gemacht. Meistens werden hier Maschinen getestet oder bestimmte Produkte getestet, der Wagen steht draußen, wird allein schon aus Zeitgründen nicht gepflegt. Wird auch nur für grobe Sachen verwendet. Na, man kann die Sitze hinten ganz leicht ausbauen und mit ihm Sachen transportieren. Dafür wird er auch gebraucht. Also für alles Mögliche. Wie gesagt, allein aus Zeitgründen wird er nicht gepflegt, steht draußen. Ist wirklich sehr, sehr cooles Testobjekt für uns. Aber ich habe gedacht, man kann ja auch so zwei Sachen verbinden. Das Fahrzeug einmal aufbereiten und euch mal zu zeigen, wie ich das machen würde. Kurz zu dem Szenario. Also ich werde das... Es gibt ja verschiedene Szenarien und da wird man unterschiedlich vorgehen. Zu dem Szenario ist es ja folgendermaßen, stellt euch vor, ihr seid Anfänger, kauft euch ein Auto oder ihr habt schon länger ein Auto, welches nicht aufbereitet wurde und ihr wollt damit starten. Deswegen fangen wir hier immer von Grund auf an und gehen dann immer weiter und weiter und werden dann zum Schluss das ganze Auto versiegeln und komplett aufbereiten. Ja, die Schritt-für-Schritt-Anleitung bezieht sich auf meine persönliche Liste. Das heißt also, ich werde euch zeigen, wie ich das machen würde. Es gibt sicherlich auch andere Wege, es zu gestalten, aber so würde ich das halt bei diesem Fahrzeug machen. Ich habe hier eine Kunststoffkiste in der Hand aus einem Möbelhaus und Schritt Nummer 1 für mich wäre, das ganze Zeug aus dem Auto zu holen, was mich bei der Aufbereitung stören würde. Das heißt, die ganzen Kulis, irgendwelche Bonbons, irgendwelche Wasserflaschen, Eisstiele, Schlüssel, alle Sachen, die da rumlose liegen, irgendwo in den Türfächern oder irgendwo vorne im Armaturenbrett, die kommen raus. Die packe ich in so eine Kunststoffkiste von so einem bekannten Möbelhaus und die verwahre ich da, bis ich dann fertig bin. Und wenn ich wieder fertig bin, dann kommen die Sachen oder man muss dann gucken, was da für Sachen wieder reinkommen. Und die Sachen kommen dann aber wieder rein. Seid ihr mit der Kiste fertig, dann stellt ihr zur Seite und dann kommen wir zum Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 bei mir ist saugen. Nicht insaugen, sondern an bestimmten Stellen. Und zwar ist das bei Fahrzeugen, die länger draußen standen und nicht gepflegt wurden, gibt es ein paar Stellen, wo sich Blätter, Zweige oder einfach nur Dreck ansammelt und im trockenen Zustand schnell abgesaugt werden kann. Und wenn ihr jetzt anfangt aber zu waschen, dann werdet ihr das Ganze einweichen und da wird das ganze Zeug irgendwie eingeweicht, runterlaufen an solche Stellen, wo ihr ganz schwierig rankommt. Und da ist es viel, viel effektiver, das einmal abzusaugen und danach anzufangen zu waschen. So, guckt euch das Ganze an. Als die Motorhaube jetzt geschlossen war, hat man das nicht gesehen. Aber wenn ich jetzt die Motorhaube öffne, dann sieht man hier überall Blätter. Und hier zum Beispiel dazwischen auch lose Blätter und kleine Äste und so weiter, die jetzt einfach nur so lose da liegen. Und die kann man jetzt eben schnell mit einem Staubsauger einsaugen. Dann habt ihr nämlich die ganzen Kanäle frei, wo das Wasser ablaufen kann. Es wird nichts eingeweicht, es wird nicht irgendwie eine Farbe oder sonst irgendwas runterlaufen, wo ihr jetzt irgendwie hier unten irgendwo schwierig rankommt. Da kleben dann irgendwelche Blätter und so weiter. Da werdet ihr sehr viel Zeit verschwenden, um die da wieder rauszuholen. So könnt ihr das Ganze schnell einsaugen, dann ist das Fahrzeug fertig für die Wäsche. Auch hier zum Beispiel, das hier ist alles loser Staub. Ne? Das könnt ihr schnell mit einem Staubsauger einsaugen, dann ist das weg und danach könnt ihr mit einem Motorreiniger ran. Wenn ihr jetzt sofort einen Motorreiniger drauf sprüht, dann werdet ihr diesen ganzen oberflächlichen Staub nass machen und dann werdet ihr das Ganze hin und her scheuern und dann mit Mühen irgendwie einsammeln
So könnt ihr das Ganze schnell saugen, danach mit einem Motorreiniger ran und dann könnt ihr das Ganze mit einer Kunststoffpflege für den Motorraum versiegeln. Das ist der aktuelle Zustand des Motors und ihr seht, länger schon nichts gemacht hier und da werden wir einige Sachen zeigen und dann auch vorher-nachher Bilder euch einblenden, wie das Ganze dann halt nachher aussieht. So, als erstes saugen wir die ganzen losen Blätter ab. Hier ist noch so ein Gitter, das Fahrzeug steht draußen, hier hat sich so allmöglicher Dreck gesammelt, hier wird auch die Luft angesaugt, ne? Und deswegen sammelt sich hier unten der ganze Dreck und klebt dann in diesem Gitter. Und bevor ich hier anfange zu waschen, muss ich natürlich das Ganze einmal absaugen und hier kommt man nicht drum rum, um ein paar Teile abzubauen. An der Stelle muss ich sagen, macht das nur, wenn ihr diese Teile wieder zusammenbauen könnt, also wenn ihr versiert seid in der Sache, wenn ihr euch auskennt, wenn ihr euch überhaupt nicht auskennt, baut die Teile nicht auseinander, sonst kriegt ihr die nicht wieder zusammen. Da müsst ihr eine andere Lösung finden, versuchen durch das Gitter zu saugen. Ich werde jetzt das Teil abbauen und das einmal vernünftig saugen. So, hat eine Weile gedauert, aber das Ergebnis ist sehr, sehr gut. Die ganzen Gitter hier sind ja jetzt komplett frei. Die waren ja vollgestopft. Ne? Das hat ein bisschen gedauert, weil das hier, diese Gitter kann man nicht entfernen. Deswegen muss man das hier so durch die Gitter quasi wegsaugen. Das baue ich erstmal wieder dran, dann wird das Auto gewaschen. Wenn wir bei der Motorwäsche sind, dann wird es wieder abgebaut und dann machen wir das richtig sauber. So, das Gitter ist jetzt wieder dran, das ist jetzt komplett sauber. Ja, da kommt jetzt auch richtig Luft rein und die Scheibenwischer sind auch dran. Und guckt euch mal das Ergebnis an, allein nur vom Saugen. Ich habe noch nicht mal angefangen zu waschen. Ich blende euch mal vorher nachher ein. Und guckt mal, allein nur vom Saugen, ja, das heißt also, der Staubsauger, falls ihr noch keinen habt, ne, der Staubsauger wird euch euer bester Freund bei der Aufbereitung sein. Und ja, das Ergebnis ist erstmal top. Ich zeige euch nochmal einige Spots, die noch gesaugt werden sollten. Ich sag mal sollten, weil das jeder unterschiedlich macht. Ich mache das so und ja, hier oben ist auch einmal abgesaugt worden. Das ist noch nicht ganz schwarz, da müssen wir mal gucken, was wir damit machen werden. Und ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Spots, die ihr absaugen solltet und dann fangen wir mal mit der Wäsche an. Wenn der Kofferraum jetzt nach oben aufgeht, dann sammelt sich hier oben auch viele Blätter oder viele kleine Mini-Zweige. Die könnt ihr auch absaugen, bei dem ist das jetzt nicht so, der geht ja wie so eine Scheune auf und hier ist gar nichts, das ist kein Problem. Naja, an dieser Stelle sind wir mit den Vorbereitungen fertig und jetzt können wir waschen fahren. Die Wäsche an sich werde ich auch in mehrere Teile aufteilen, weil das Video sonst einfach zu lang wird. Und wir fangen mit der dreckigsten Stelle an, da sind die Räder und Radkasten. So, ich wollte euch nochmal eben kurz die Alufelgen zeigen. Was heißt Alufelgen? Das sind Stahlfelgen, sind original Toyota Stahlfelgen vom Werk. Und die sind, ja, ich sag mal, die sind schon tot. Ne? Und deswegen werden wir die Alufelgen auswechseln, gegen die Stahlfelgen gegen neue Alufelgen auswechseln, weil hier muss sowieso neues Gummi und da habe ich halt Alufelgen, so ganz einfache Alufelgen bestellt, mit dem Reifen schon drauf montiert. Und hier zeige ich euch nochmal den Radkasten, der sieht natürlich katastrophal aus. Nichts ist schlimmer, wenn ihr das Fahrzeug gewaschen habt, aufbereitet habt und dann habt ihr so einen
ja, so einen Radkasten. Das ist eine Katastrophe. Deswegen, also im nächsten Video werden wir den Radkasten erst waschen. Da gibt es auch einiges zu beachten, beziehungsweise einige Tricks und Tipps. Und danach waschen wir den Wagen einmal. Und dann zeige ich euch, wie ich die neuen Alufelgen versiegelt habe. Gebrauchte Alufelgen aufbereiten. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch oben. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Und ja, wie gesagt, wir fangen mit der Radwäsche an, mit der Radkastenwäsche an. Danach waschen wir den Wagen und dann zeige ich euch, wie ich die neuen Felgen versiegelt habe und dann machen wir weiter.